Ein sehr häufiger Plottyp ist auch der Kategorienplot. Hierzu haben wir auf der X-Achse verschiedene Kategorien. Das können auch beispielsweise Elemente sein, wie Calcium, Aluminium, Magnesium, Silizium, Natrium, Rubidium und so weiter. Und in dem Fall wäre das hier eine abnehmende Volatilität. Also die kondensieren bei höheren Temperaturen als Natrium und Rubidium, was sehr volatile Elemente sind. Und auf der Y-Achse beispielsweise hätten wir Ci-normalisierte Häufigkeiten. Dann läge vielleicht Calcium, Aluminium hier oben, Magnesium, Silizium hier unten und Natrium und Rubidium noch weiter unten. Und diese Punkte werden dann auch gerne mal mit einer Linie verbunden. Und in dem Fall nennt man das dann auch einen Line-Plot. Also ein Line-Plot ist ein Untertyp des Kategorienplots. Und es lassen sich natürlich hier nun auch noch andere Elemente auf die X-Achse schreiben. Typischerweise wären das etwa die seltenen Erdelemente, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Samarium und so weiter. Das Ergebnis wäre an sich mehr oder weniger dasselbe, so eine Linie hier. Und wenn wir uns das mal angucken, was ist jetzt typisch für einen Kategorienplot, und machen hier eine Datentabelle, dann sind das hier die Kategorien und hier unten würden die Daten stehen. Lanthan 200 ppm, Cer 190 ppm, Praseodym 170 und so weiter. Also ein Kategorienplot besteht nur aus einer einzigen, also einem Datensatz, aus einer Datenzeile oder einer Datenspalte, je nachdem. Natürlich ist es möglich, dass wir noch einen zweiten Datensatz haben, also 1 und 2. Das wäre dann aber auch eine zweite Linie. Ja, es ist nicht so, dass die Daten hier irgendwie gegeneinander geplottet werden, sondern die sind separat voneinander. Und wenn wir noch einen Datensatz hinzufügen, kriegen wir immer noch eine Linie mehr. Jetzt können wir aber nicht nur Elemente als Kategorien nehmen, sondern auch irgendwelche anderen Sachen. Zum Beispiel können wir hier nehmen die Typen der Chondren. Also zum Beispiel PO-Chondren, POP-Chondren, BO-Chondren, RP-Chondren und so weiter. Und auf der Y-Achse schreiben wir dann die Häufigkeit auf. Und die wäre bei PO vielleicht hier für POP-Chondren noch höher, weniger BO-Chondren, RP-Chondren sind auch eher selten. Und da wir jetzt da die Häufigkeit stehen haben, auf der Y-Achse, nennt man das ein Histogramm. Also auch ein Histogramm ist eine Untergruppe von Kategorienplots. In der speziellen Kosmochemie gibt es dann noch eine weitere Gruppe oder eine weitere beliebte Darstellung in einem Kategorienplot. Und zwar, wenn man zum Beispiel hier Delta 56 Eisen hat und auf der Y-Achse werden dann hier irgendwie die Punkte dargestellt. Und diese Punkte bekommen dann noch einen Probennamen, zum Beispiel Allende, das hier irgendeine Chondre, das hier ein CAI, dann noch die Matrix, dann kommt vielleicht noch Murchison dazu und so weiter. Und da jetzt auf der Y-Achse ja praktisch nichts dargestellt ist, wird das auch gerne Caltech-Plot genannt. Aber tatsächlich ist das auch nichts anderes als ein Kategorienplot, da all diese Probennamen nichts anderes sind als Kategorien und man nur einen Datensatz hat, der hier dargestellt wird. Also Kategorienplot, ein Datensatz, das ist typisch dafür. Und ich würde es noch ganz gern ein paar weitere kleine Beispiele dazu machen. Dazu nehme ich MacBase und wähle mal CVCK-Chondrite aus und gehe dann hier unten auf Kategorienplot und habe jetzt hier beispielsweise die seltenen Erdelemente ausgewählt und dann sieht man die seltenen Erdelemente von CV und CK-Chondriten, verschiedene Datensätze dafür. Oder ich wähle aus die hochsiderophilen Elemente und plotte die, also dann sind die hochsiderophilen, die Kategorien und so weiter. Ich kann natürlich auch ein Histogramm auswählen und dann vielleicht mal Magnesium darstellen. Dann habe ich Magnesium von den Meteoriten oder auch ein Verhältnis geht an sich auch. Ist auch nur ein Datensatz und bekomme dann die entsprechenden Ergebnisse hier. Des Weiteren sind auch das hier Kategorienplots. Also das sind die Häufigkeit der Elemente, mal auch normiert gegen die Atomzahl, die Häufigkeit in unserem Sonnensystem. Weil die Atomzahl, das ist ja keine durchlaufende, ist nicht so wie eine Temperatur oder ein Abstand oder sonst irgendwas, sondern das sind individuelle einzelne Kategorien, die Atomzahlen hier, deshalb ist es ein Kategorienplot. Oder die Gesamtzusammensetzung der Meteorite, hier Ci und Magnesium normalisiert,
Hier unten die verschiedenen Meteoritengruppen. Das ist auch ein Kategorienplot. Aber auch das hier ist zum Beispiel ein Kategorienplot, also auf der X-Achse der Abstand von der Sonne, der Asteroidentypen. Hier sind die Asteroidentypen, hier ist die Häufigkeit. Also das wäre jetzt in dem Fall wieder dann ein Histogramm. Also Kategorienplots, ein Datensatz, der dann hier immer geplottet wird.